Auch in diesem Jahr geht es für uns wieder auf Herbsttour. Wir haben uns in Braunlage ein tolles Apartment im Stadt Chalet gebucht. Das Apartment besteht aus Wohnbereich, zwei Schlafzimmern, einem tollen Bad und einer eigenen kleinen Sauna. Nachdem wir uns in der Unterkunft eingerichtet haben, gehen wir zum Essen ins Jaspers. Hier serviert uns der sehr freundliche und aufmerksame Kellner Fossi ein paar leckere Biere und ein sehr schmackhaftes Rumpsteak. Nachdem Mühle sein morgendliches Fitnessprogramm beendet hat, laden wir erstmal unsere Bikes ab. Nach dem Tanken geht es mit den Motorrädern auf die kurvigen Straßen des Harzes. Da für den Westharz Regen gemeldet ist, die Prognosen für den Ostharz aber gut stehen, lenken wir unsere BMWs in Richtung Osten. Wir erreichen den Kiffhäuser, dessen Bergrennstrecke mit seinen 36 Kurven und durchschnittlichen 10% Steigung natürlich nicht ausgelassen werden darf. Wir fahren zunächst rauf und wenden oben, um diese tolle Strecke gleich nochmal in die andere Richtung zu befahren. Unten wieder angekommen, ist es genau die richtige Zeit, um am Bikertreff 36 einen Kaffee und eine leckere Thüringer Bratwurst zu essen. Frisch gestärkt geht es weiter auf die kurvenreichen Harzstraßen. Wir erreichen die Rapp-Bodetalsperre mit der längsten Seilhängebrücke Deutschlands. Das müssen wir uns natürlich genauer ansehen und so parken wir unsere Motorräder an der Talsperre, um das Abenteuer Brücke in Angriff zu nehmen.
In schwindelerregender Höhe, 100 Meter über dem Talboden und 483 Meter lang, kann man auf der längsten Seilhängebrücke Deutschlands über das Tal wandern. Tolle Sache, wie wir finden, und Daumen hoch! Am nächsten Tag regnet es in Braunlage wie aus Kübeln. Doch für den Ostharz ist wieder einmal besseres Wetter vorhergesagt. Und so besteigen wir die BMWs in der Hoffnung, dass es bald trockener werden wird. Tatsächlich hört es bald auf zu regnen und auch die Straßen beginnen abzutrocknen. Wir durchfahren die Stadt Stolberg in Sachsen-Anhalt, die für ihre vielen Fachwerkhäuser im Renaissance-Stil bekannt ist. Ein wirklich sehenswerter Ort, den wir sicherlich noch einmal besuchen werden. Wir erreichen Quedlinburg und parken unsere Motorräder am Rande der Altstadt, um sie zu Fuß zu besichtigen. Quedlinburgs architektonisches Erbe steht seit 1994 auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes und macht die Stadt zu einem der größten Flächendenkmale in Deutschland. In der historischen Altstadt mit ihren kopfsteingepflasterten Straßen, verwinkelten Gassen und kleinen Plätzen befinden sich gut 2000 Fachwerkhäuser aus 8 Jahrhunderten. Jetzt wird es aber wieder Zeit, die Motorräder in Gang zu setzen. Weiter geht es durch das Mittelgebirge Harz mit seiner urwüchsigen Landschaft, der überaus üppigen Natur und den vielen schönen Kurven.
Und als wir Braunlage erreichen, ist es auch dort wieder trocken.